Du willst keine Stories mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. So, wir haben die Lebensmittel aus dem Supermarkt abgeholt, die jetzt quasi von uns gerettet werden für morgen. Und wir haben sage und schreibe 8 Kisten voll von Uwe von Markant bekommen. Das ist unglaublich. Das ist alles dabei, von Molkereiprodukten bis zu Aufschnitt, Gemüse und Obst en masse. Das wird richtig geil morgen. Also kommt vorbei und schnabuliert ein bisschen. Wir haben genug da. Fidi. Mhm. Hier, sie freut. Fidi, komm her. Hier. Hola. Hola, Fidi. Meine Lieben, gestern hatten wir einen Anruf von einer Beschlagnahmung, 3 Hunde, soweit, so normal leider. Doch was uns dann erwartet, das wollen wir euch jetzt mal eben zeigen. Völlig verzweifelt rief die Amtsärztin uns an und fragte uns, ob wir zur Verstärkung kommen können. Und auf die Frage, wie viele Hunde wir mitnehmen sollen, sagte sie nur, hören Sie mir auf. Am Ende waren es dann 8 erwachsene Hunde, beziehungsweise 3 halbstarke, 5 erwachsene Hunde, davon 2 Muttertiere und 5 Welpen. Zusätzlich haben wir noch 2 wunderschöne Kater mitgenommen. Zum Glück haben wir unsere Quarantäne gerade fertiggestellt, sodass wir die kleinen Hunde hier aufnehmen können. Und ihr habt uns in letzter Zeit dermaßen mit Futter bedacht und beschenkt, dass alle Lager gut gefüllt sind. Die finanziellen Kosten werden natürlich immens sein, deswegen freuen wir uns über jede Spende. Das, was anfangs 3 Pomeranz sein sollten, sind Pomeranz, Rubbermischlinge, kleine Schnauzer, wir wissen das alles noch nicht. Die Vermittlung wird noch ein bisschen dauern zwischen den Feiertagen, wenn wir jetzt sowas natürlich nicht vermitteln. Wer ernsthaftes Interesse hat, kann sich gerne Anfang des Jahres melden und wir freuen uns über jeden Support und hoffen, dass eure Bescherung zu Weihnachten ein bisschen cooler aussieht. So, da wir nun 13 neue Hunde haben und 2 neue Katzenbewohner, haben wir 15 Schützlinge, denen wir ein neues Leben, einen neuen Start ermöglichen wollen und das am besten auch mit einem neuen Namen. Habt ihr Ideen? Dann haut es uns gerne in die Kommentare. Danke für euren Support 2022. Ich hoffe, dass wir gemeinsam, auch wenn es wieder ein schwieriger Start wird, 2023 hinkriegen. Vielen Dank für eure Treue. Wir haben euch sehr lieb.